Ein herzerfrischendes Moin Moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Weather Reporter and the Scarlet Scandal. Wenn ich da jetzt richtig liege. Ja, ist ja auch egal. Wir waren jetzt am gestrigen Abend hier stehen geblieben. Wir müssen wieder Sachen suchen. Jo, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen einen Regenschirm finden. Wo haben wir den denn? Da haben wir den. Wunderbar. Könnte aber sein, dass der Ingame-Sound jetzt ein bisschen zu leise ist. Kleinen Moment. Nö, eigentlich geht das. Ist mein Headset vielleicht zu leise? Moment. Ah, ja, okay. Headset war ein bisschen zu leise gestellt. Das tut mir leid. So, oder mal gucken. Da ist eine Uhr, da ist eine Uhr. Und wo ist die dritte? Da. Sehr schön. So, ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Projekt bei euch ankommt. Wenn es euch nicht gefällt, ja, dann, ja, kann ich es nicht ändern. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal so diese ganze Woche so weitergehen. Ich werde das Projekt jetzt erstmal so weit es durchziehen. Ich dachte, da wäre eine Glocke, aber naja, e egal. Ja, und dann müssen wir schauen, wie das dann so weitergeht. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Minuten einen Telefonanruf bekommen, dass der Bekannte von mir jetzt am Donnerstagnachmittag bei mir vorbeischaut und sich dann erstmal mein PC hundertprozentig und sehr gründlich anschauen wird. Und ja, dann schauen wir weiter, was damit dann ist und so weiter und so fort. Und bis dahin müssen wir uns erstmal mit diesem Projekt begnügen. Und wie gesagt, wenn es euch nicht gefallen sollte, das ist wunderbar. Gefallen sollte, müsst ihr bitte abschalten oder mich deabonnieren, dann kann ich es leider nicht ändern. Wie gesagt, ich versuche jetzt, soweit es geht, gute Unterhaltung hier mit reinzubringen. Und ja, wie gesagt, ich gebe da wirklich mein Bestes. Jetzt muss ich ja mal gucken, wo dieses scheiß Clipboard ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Wo haben wir das Ding jetzt? Ach, da drüben. Das ist ja sehr schön. Und einmal den Schlüssel. Für den Darkroom. This should get me into the Darkroom. Ja, Valerie, dann wollen wir da mal gucken, was wir da so tun können. In dem Darkroom. So. Wir müssen jetzt noch dieses komische Clipboard finden. Ach, da ist es. Okay. Sehr schön. So, oh no, the labels fell off the bottles. I guess I just have to experiment. Okay. Ach so, hier sind die Zettel, die wir brauchen. Was ist damit? Also, ich müsste das euch vielleicht mal ganz kurz erklären. Wir müssen den pH-Wert auf 7 bringen. Der pH-Wert ist jetzt auf 5. Und wir müssen jetzt halt gucken, also, okay, wenn wir jetzt drei Dinger dazu nehmen. Hä? What the fuck? So, dann geht es ja auf 8 hoch. So, wenn wir jetzt das zum Beispiel nehmen. Okay, ich dachte eigentlich, das zieht 2 ab. Naja, egal, dann haben wir das schon mal. Okay, time for the final step. I'm going to need to get a good print. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie wir das Bild hier am besten so zustande kriegen. Das wird auch gar nicht so einfach. Wir müssen das mal ein bisschen kleiner machen. Wieso ist das so verwackelt? Irgendwie verstehe ich das gerade nicht. Ne, so kann ich das auch noch nicht machen. Adjust the size and focus of the print by using the buttons on the right. Once the exposure falls into the crop marks and it's in focus, press the expose button on the machine.
Bild war noch ein bisschen zu groß. What is Victor Laszlo doing with Jackson? I better hurry up and write my story. Okay. Oh, das wird jetzt schwer. Ich glaube, da hat sich beim ersten Mal auch so ein paar Probleme mit reingebracht. In a small room adorned with newspaper. Clippings? Boxing? Trophies and medical supplies and intimidating Johnny Jackson prepares for the final. For the final prize fighter? Prepares for the final. Vielleicht kommt auch Undefeated hin. Ach hier, ich probiere es einfach mal. Undefeated of his illustrious career. With an. Ich glaube, ich habe da schon irgendwie einen Fehler reingehauen. Ich glaube, die beiden hätte ich tauschen müssen. Dass der Prizefighter hier oben hinkommt und undefeated hier unten. All eyes on this champion. Buddy through play it with a string of. Ja. Was heißt injuries? Na komm, ich versuch's einfach mal. And then aging injuries come the day of the fight. Jackson's trace will be fulled. Ja, das habe ich mir auch fast schon gedacht. Gut, also das muss noch mal ein bisschen umgeschrieben werden. The final Prize fighter of his illustration career with an undefeated record and from one does he know out. This was his champion. Bout. Through played by a string of injuries and an aging body. Comes there also by Jackson Street will be followed by. Scheiße. Also muss erstmal oben baut hin und unten am Prizefighter. Ach, verdammt. Ja, wie man sehen kann, ich bin nicht ganz gemacht als Zeitungsmechaniker, wollte ich gerade sagen. Jawohl. Sicher. Klar, ich bin jetzt ein Zeitungsmechaniker. Wunderbar. Oh, jetzt kommt das. Das wird lustig. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Let's try a little. Was steht da? Alliteration. Oh Gott. Das ist jetzt eine gute Frage. Umgucken. Boah, das wird jetzt echt heftig. Das könnte da hinkommen. Pride. Powers. Hmm.
ist jetzt echt knifflig. Sag mal, das könnte Nudges sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. Pride Powers. Ach, hier, Moment. Ne, scheiße, da muss das T dahin. Price. Ne, da ist auch was falsch. Ach ja. Ja. Punch ist nicht. Was mache ich? Was tue ich? Na Gott. So. United Industries wins lucrative subway contract. Price Powers, Price Fighters Punches. Okay. 31.108 activate is completed. Chapter 4 von 12 completed. Und 43 von 100 Klingeln gefunden. Das ist ja Knorke. United Industries, the shipping company, won a subway contract. Think I know what may have greased the wheels. Chapter 4. The Starlet Scandal. Was? The Starlet Scarlet. So, Gott, oh Gott. Scandal, wollte ich gerade lesen. Terry. Oh, dann hier mal Ruhe, was trinken kann man hier. Schon klingelt der Telefon. Ich glaub's ja wohl nicht. Terry Morgan's desk. Terry Morgan, please. May I ask who's calling? Hello? Scarlet Velour. Tell her Scarlet Velour would like to speak to her. Miss Velour? Terry, I mean, Miss Morgan isn't here right now. Is there anything I can do for you? My name is Valerie. I want to speak to Terry Morgan. Now. Ach, jetzt müssen wir wieder Antwort raussuchen. Ja, versuchen wir mal. Wir kriegen das da irgendwie hin. Die korrekte Antwort wäre... Jackson tells me great things about you. That is ja, ne? Oh, unbelievable. Don't get in a leather. Check your attitude at the door. Take off that high hat, Miss Velour. Ah, komm, wir geben die richtige Antwort. What did you say your name was? Valerie. Valerie Porter. Huh, you wrote that story about Johnny, right? Good headline. Thanks. I was afraid that most people wouldn't... Why don't you come over? I've got a big story for you. Oh, and bring a camera. Oh? Great. I'll be right over. Okay. Hello? So, Kamera Part 11. Ach, wie schön ist aber noch eine Kamera zusammenbauen. Ich bin ja der perfekte Mechaniker. So. Ach, ein Ding fehlt noch. Ich will nicht. Scheiße, wo liegt das? Hallo? Hallo! Ich bin der Pömpel. Ne, das ist es nicht. Was könnte man noch für eine Kamera benutzen? Ich bin da gerade so ein bisschen über, ne? Überdingst. Ne? Da. Nehmen wir das so lange. Jo. Aber wisst ihr was, Leute? Die Kamera werden wir gleich im nächsten Part zusammenbauen. Und dann wollen wir mal gucken, was denn diese olle Valerie-Dings da von uns will. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Zugucken. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt trotzdem das Projekt, auch wenn es doch nicht so gut ankommt. Wie gesagt, ich mache erstmal so weiter. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao.